habe ich das Gefühl. Und deswegen, komm, komm, staub ich den auf, staub ich den auf. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EnderQuest. Wie ihr seht, habe ich eine neue Webcam bzw. Eine andere. Und ich hoffe mal, dass die Aufnahme davon auf jeden Fall weitaus besser ist. Und sorry, dass gestern keine Webcam mit drin war, aber die hat irgendwie rumgebuggt und ich wollte es euch nicht antun. Irgendwie habe ich im Moment übelste technische Probleme. Ich spiele übrigens die Quest von Dom zu KD. Ich darf nur die Sachen aus meinem Kit verwenden. Das bedeutet, ich habe jetzt mal Jäger genommen. Ich werde 2-3 Runden machen und wenn ich jetzt mit Jäger verkacke, werde ich erstmal Bogenschütze nehmen. Und wenn ich mit Bogenschütze verkacke, dann nehme ich noch Barbar. Jetzt müssen wir allerdings erstmal ein paar Viecher töten, dass wir wenigstens etwas Nahrung haben. Und ich darf ja... Achso, fuck, ich darf ja auch gar nichts davon benutzen. Das ist natürlich dumm. Ich darf ja nur die Sachen aus meinem Kit benutzen. Scheiße. Verdammt. Okay, das heißt, ich werde extrem schnell geschlachtet. Weil... Aber ernsthaft, ich mache einfach, ich nehme, Essen ist erlaubt, weil das ist, wäre ja unfair. Ich darf nur nichts aus dem Truhen eigentlich holen. Deswegen Essen ist erlaubt, sage ich jetzt einfach mal. Ich ändere das, die Aufgabe etwas ab, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt drauf gehe, weil ich nichts zu essen habe. Deswegen, ich nehme jetzt, habe mir nur was zu essen geholt, weil sonst könnte ich ja viel zu schnell sterben und das wäre dann schon übelste Hardcore-Challenge. Und ja, Hardcore-Challenge, ja, das ist nicht so meins. Deswegen machen wir das jetzt einfach so und ja, die Schutzzeit ist vorbei. Da war die Wand, die unsichtbare. Das heißt, es müssen hier irgendwo Speedblöcke rumliegen und ich werde mir gleich mal versuchen, einen davon unter den Nagel zu reißen. Allerdings, ja, sollte ich erstmal was essen, weil ich rege schon nicht. Aber da ich ja das Kit Jäger genommen habe, habe ich ja einen kleinen gewissen Vorteil anderen Leuten gegenüber. Aber andererseits könnte ich jetzt eh schon gleich sterben. Und ich staube dich jetzt ab. Wow. What the fuck. Okay, ich bin das erste Mal gestorben. Ich werde jetzt keinen Cut machen. Ich gehe jetzt einfach über T/Hub in die Lobby und dann gehen wir einfach in eine neue. So. Da tauchen wir uns erstmal in eine neue Lobby. Wir gehen mal in die. Jetzt nehmen wir das Kit Bogenschütze, wie ich eben angekündigt habe. Mal schauen, ob wir als Bogenschütze mehr Skill haben. Ich schätze es mal nicht, weil wir haben ja auch nur 6 Pfeile oder so und ich muss gleich niesen, habe ich das Gefühl. Okay, dann wollen wir mal schauen. 30 Sekunden und dann geht's wieder los. Ich darf wie immer, wie eben schon gesagt, meine Sachen nur aus dem Kit nehmen. Das bedeutet, ich habe jetzt einen Bogen und 6 Pfeile und halt das, was ich an Essen bekomme, weil ja, genau. So, 10 Sekunden und dann geht's los. Mal schauen, ob ich diese Runde mehr Glück habe. Ich glaube nicht, weil wir sind schon 2 Premiums und ein Hassanator. Das ist, der ist, glaube ich, Spectator, wenn ich das richtig beurteilt habe. Und ich werde mich jetzt gleich auf einem Baum verschanzen, auch wenn ich eigentlich kein Camper bin. Aber jetzt so zu überleben ist schwierig und deswegen sehe ich da im Moment nur diese Möglichkeit, mich auf einem Baum zu verkriechen. Verdammt. Nein, das sollte so ja mal gar nicht sein. Jetzt, da ist ja noch einer. Ach, nee, ich bin doch Jäger irgendwie. Ich habe zwar Bogenschütze ausgewählt, aber irgendwie war es zu spät. Naja, ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Dann nehmen wir danach halt Barbar, weil Bogenschütze ist eh nicht so meins. Ich wollte eigentlich nur die 3 Kits, weil das sind die einzigen 3 Kits, die ich benutzen kann, weil ich ja noch keine Premium-Kits habe. Also, beziehungsweise gibt es ja gar keine Premium-Kits mehr. Aber... ich habe halt nicht genug Coins, um mir Kits im Moment zu kaufen und ich spiele im Moment auch nicht so viel Ender Games, dass ich mir öfter mal irgendwelche Kits holen kann. Und da das ja mit der Euler so ist, dass man jetzt noch nicht mal mehr Premium Kits hat wie Vampir, was das glaube ich war, ist das Ganze natürlich blöd. Das könnte mich natürlich sehr extremst abfucken jetzt. Ich habe da nämlich eben jemanden gesehen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht... Wow, jetzt habe ich schon Fallschaden bekommen. Ein bisschen Fallschaden ist ja auch nichts Schlimmes.
Es ist gerade dunkel, das habe ich ja noch nie gehabt, eine Nachtrunde. Late Night oder was? Ist ja mal richtig krank. Ich habe noch nie eine Nachtrunde bei Ender Games gehabt. Ist das eigentlich normal? Schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Allerdings, oh nein, das ist eine Bogenschütze. Oh nein, und er hat mich geschlagen. Oh, er war doch zu gut equipped. Okay, wir gehen wieder in die Hauptlobby. Ja genau, ich sollte vielleicht auch mal Slash eingeben. Dann funktioniert das Ganze auch. Ja, wir gehen jetzt gleich in die Hauptlobby hier. Ja, da kommen wir sogar, super, kommen wir sogar rein. Nehmen wir gleich das Barbaren-Starter-Kit schnell, bevor es wieder vorbei ist. Ich schneide, mache das extra uncut, damit ihr wirklich seht, dass ich auch nicht einfach irgendwie irgendwas zusammenschneide. Deswegen, bisher sind zwar keine Kommentare in die Richtung gekommen, aber könnte ja jederzeit soweit sein, dass halt so Kommentare kommen. Und für diesen Fall möchte ich einfach nur, dass ihr seht, dass ich auch ungeschnitten das alles mache. Und dann kommt mir das gleich besser. Und ich schätze mal, ich werde wieder verlieren. Aber auf der anderen Seite sind wir jetzt sehr gut equipped, weil wir haben jetzt eine Standardrüstung. Ich kann jetzt das mal anziehen. Wir haben zwar nur ein Steinschwert, aber wir haben wenigstens eine anständige Rüstung. Damit können wir auf jeden Fall schon mal mehr reißen mit dem anderen. Jetzt muss ich mir allerdings irgendwo was zu essen organisieren. Essen, 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 essen. Wo bist du? Hier möchte da irgendwo Schweine rumlaufen. Ernsthaft jetzt? Oh, ich esse. Hier sind erstmal Chicken Wings. Die holen wir uns erstmal. Jetzt haben wir erstmal... Warum? Immer werden die Items vor dem Essen gedroppt. Naja, ich weiß nicht wieso. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Und schreibt mir auch eure Aufgaben in die Kommentare. Die brauche ich nämlich. Weil so langsam wird schon wieder mau in dem Aufnahmekasten, also in dem Missionskasten. Das heißt, ich kann eigentlich so gut wie keine Aufgaben mehr machen. Ich habe vielleicht noch 3 Stück oder so maximal. Aber da weiß ich eh nicht, ob ich die nehmen kann. Die Aufgaben, weil manche einfach so overpowered sind, die man eigentlich nicht schaffen kann. Und deshalb möchte ich einfach erstmal schauen, welche Aufgaben ich davon mache. Ihr werdet es ja dann sehen, und bitte schreibt mir weiterhin Kommentare dazu. Ich habe bisher die Aufgaben von privaten Bekannten bekommen, weil auf YouTube ja nicht viel passiert ist zu dem Thema, und ich werde jetzt gleich sterben, habe ich das Gefühl. Und deswegen, komm, staub ich den ab, komm, ja, geil. Ich staub ihn richtig geil ab, ich kann das eh nicht benutzen, aber jetzt staubt er mich ab. Er staubt mich ab. Komm. Was? Okay, er hat mich abgestaubt. Ich hoffe, diese Runde hat euch dennoch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, hinterlasst mir eine gute Bewertung. Ein Abo wäre extrem geil. Und danke nochmal für die nächsten 2 Abonnenten. Ich habe jetzt 82. Wenn es so weitergeht, dann haben wir bald die 100. Und was ich gesagt hatte bei 100, dass wir einen 4-Stunden Livestream machen, machen wir auch. Ich bin schon ein bisschen Vorbereitung. Es wird um World of Warcraft gehen. Counter-Strike wahrscheinlich, dann Minecraft sowieso, also Ender Games, Survival Games und sowas, Bed Wars, dies, das, und eventuell noch, ja, wie soll ich sagen, ein paar andere Geschichten. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, habt einen schönen Tag und bis morgen, haut da rein, ciao!